Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es um die Weekend of Hell und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, Weekend of Hell ist vorbei. Ich war ja am Samstag, dem 7. April in Dortmund auf der Weekend of Hell. Das erste Mal, dass ich an so einer Convention oder hier Comic-Con war ich auch noch nie gewesen, daran teilgenommen habe und es war, ja, geil. Doch, muss ich schon sagen, es war schon ein Erlebnis. Ich habe dann noch bei dem Micha von Michas Filmwelt übernachtet, mit dem Julian zusammen, der war ja auch bei dem Micha. Und ja, es war ein richtig geiles Wochenende. Ich habe wirklich sehr viele geile oder neue Leute kennengelernt, andere YouTuber. Ja, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht alle aufzählen, weil wenn ich jetzt einen vergesse, nicht, dass einer beleidigt ist, nein. Aber wirklich sehr, sehr coole Leute kennengelernt, auch Abonnenten einige getroffen, neue Leute kennengelernt. Und ich glaube, das macht auch so eine Convention sowas aus, sich einfach so mit Gleichgesinnten unterhalten. Ich blende hier ab und zu mal so ein paar Bilder ein. Es war wirklich ein richtig gutes Erlebnis. Das Wetter war gut. Es gab natürlich auch ein paar negative Sachen, die ich jetzt mal so sagen muss. Die Organisation dort hat mir nicht so ganz gefallen. Die Toiletten waren ein bisschen zu wenig. Und ja, ich hatte ja den Diamond Pass. Ich zeige mal kurz hier. Ja, wegen Bruce Campbell extra. Ja, wie gesagt, Tanz der Teufel. Ihr wisst alle, ich bin großer Tanz der Teufel-Fan. Ich zeige mal kurz hier. Ne, hier, mein Gott. So. Ja, den Diamond Pass, der, ja, ich glaube 140, 147 Euro gekostet hat und dort soll enthalten sein halt ein Foto mit ihm und halt ein Autogramm. Und es sollte heißen, man muss nicht so lange anstehen, man ist vor den anderen dran und ja, deswegen habe ich mir eigentlich nur geholt, weil ich habe keinen Bock groß auf Anstehen gehabt. Aber ich dachte, Mensch, holst du hier den Diamond Pass? Ja. Aber irgendwie hatte jeder diesen Diamond Pass. Das war schon mal das erste Negative, also du musstest trotzdem anstehen, ziemlich lang. Dann war es beim Autogramm nachher, war es komplettes chaotisch gewesen, weil teilweise welche, die, es hieß ja auch, dass wir als erstes drankommen, aber die einen Diamond Pass haben, aber da war natürlich der Stefan, also der Foyis 82, der hatte den zum Beispiel nicht und der hatte viel eher sein Autogramm gehabt wie wir und ach, es war alles ein Hin und Her, ein Chaos. Aber naja, zum Glück, im Endeffekt habe ich wirklich schöne Bilder, die ich gleich noch zeige und es war, im Endeffekt war es trotzdem ein sehr, sehr schöner Tag, ja, der wirklich sehr, sehr cool war, den wir dann bei Micha noch ausklingen lassen haben. Und den anderen Tag dann auch noch bei Micha gewesen sind. Könnt ihr mal bei ihm auf dem Kanal gucken. Er hat dann auch noch ein Video gemacht, wo ich auch noch mal alles zeige, was ich gekauft habe und so weiter. Und der Julian auch natürlich. Und ja, wie gesagt, es wird dann noch ein richtig cooles Video geben, wo wir von allen anderen Filmjunkies so alles zusammenschneiden. Das wird es dann auf dem Filmjunkies-Kanal geben. Es gibt auch noch ein Gewinnspiel, da komme ich aber nachher noch dazu. Zeige ich am besten gleich als erstes hier. Wir haben nämlich, oder wir verlosen ein T-Shirt. Wir haben hier extra für die Weekend of Hell uns ein T-Shirt anfertigen lassen, was wir auch anhatten, als wir Bruce Campbell fotografiert haben. Ja, genau. Und das hat ja der Manuel erstellt von Cinemanuel. Und hier ist ja das Motiv. Ja, dieses T-Shirt spendet jetzt sozusagen der Micha. Und wir haben dort, alle, die wir dort getroffen haben, YouTuber, Filmjunkies und so weiter, haben dort unterschrieben. Ja, ich will jetzt nicht alle aufzählen hier, wir haben hier Michas Filmwelt, Julians Filmversum natürlich, hier Joachims Filmsammlung, Stanleys Filmzimmer und so weiter. Eine ganze Menge drauf, ja, ein richtig cooles Ding. Wie gesagt, dazu kommt auf dem Filmjunkies-Kanal die Tage noch ein Video online, wo ihr erfahrt, ja, wie ihr das gewinnen könnt. Ganz genau. Entschuldigt mich noch ein bisschen, ich habe nur noch ein bisschen erkältet jetzt nicht mehr. Jetzt ist es die Allergie, ja, ganz schlimm. Aber komm, wir machen weiter hier. Wie gesagt, ich habe wirklich mit Bruce Campbell, der Typ ist wirklich genial, absolut genial. Wie gesagt, hier ist das Foto mit ihm. Ich gucke da zwar ein bisschen blöd, finde ich, aber an sich bin ich doch sehr zufrieden. Ja, es ist ein schönes Bild geworden. Also ich bin überglücklich, richtig cool. Kommt hier schön in meine Tanz der Teufel-Sammlung. Sehr, sehr gut geworden. Er hat auch zu mir gesagt, es ist ja alles sehr schnell, der Ablauf dort mit diesen Fotos. Also er hat dann das T-Shirt gesehen und sagte, ey, nice Shirt und so. War sehr, sehr cool. Dann sind wir noch hingegangen, Autogramm geholt. Und da haben wir dann ihm natürlich noch ein T-Shirt geschenkt. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte zu erzählen. Aber die war leider nicht auf Video haben. Wie gesagt, wir haben ihm das T-Shirt geschenkt und er fragte dann, wer ist der Designer? Und wir zeigen ihn halt auf Cinemanuel. Er hat den Manuel und er macht bloß hier diesen Mittelfinger, Bruce Campbell. Das ist schon eine coole Szene gewesen. Wenn man dabei war, war das sehr, sehr, ja, coole Aktion einfach. War einfach geil. Ja, wie gesagt, Autogramm. Ich habe mir mein Tanz der Teufel Mediabook signieren lassen hier mit Simmy und dann hier Bruce Campbell und Ash.
Ja, ist jetzt, naja, ich weiß nicht, der liebe Mann musste wohl schon ziemlich oft irgendwo unterschreiben und hat es ein bisschen vereinfacht. Aber nicht so schlimm, ich bin trotzdem glücklich hier, kommt, passt gut jetzt in meine Sammlung, ist, ja, ist einfach was Cooles, finde ich. Ja, dann war ja noch die liebe Dana De Lorenzo da. Wie gesagt, es waren ja noch mehrere Stars an sich da, die mich auch ein bisschen interessiert hätten, aber es kostet ja auch eine Menge Geld. Und ich hatte schon nicht den Bock, den ganzen Tag irgendwo anzustehen. Ich habe eigentlich so jetzt schon den ganzen Tag angestanden, weil wir haben dann noch Dana De Lorenzo. Wie soll ich sagen? Ich fange mal von vorne an. Wir haben Dana De Lorenzo ja, begrüßt. Also, was heißt begrüßt? Sie hat Autogramme gegeben. Und bei ihr war extrem voll gewesen. Und ja, haben uns natürlich noch angestellt. Es hieß ja öfters, sie muss jetzt aufhören, weil sie zum Fotoshoot muss und so weiter. Aber wir waren hartnäckig. Wir haben uns hier extra diese geilen Shirts machen lassen, hat natürlich auch der Manuel gemacht. Auch nochmal vielen Dank, Manuel, an dich dafür. Und ja, es war eine coole Aktion. Ich blende das jetzt hier mal ein, lasst das mal ablaufen, könnt ihr euch mal angucken. Es war verdammt geil und es ist unvergesslich und ja, wird man einfach nicht vergessen. Oh mein Gott, ich muss Zeit mit euch verbringen. Ich brauche Zeit mit euch. Ja, also es war eine geile Aktion. Ja, das hat den Tag nochmal, das war nochmal so das i-Tüpfelchen. Es ist wirklich eine absolut krasse Person. Ja, leider hatte sie nicht so viel Zeit gehabt und nachher, wir wollten nachher nochmal hin, aber da war wieder so voll gewesen. Da hätte man bestimmt, hätte sich, sie hat sich auch wirklich sehr viel Zeit für die Fans genommen, muss man schon sagen. Jedenfalls hatten wir noch das Fotoshoot. Das war kurz danach, nachdem wir bei ihr waren. Es waren vielleicht 15 bis 20 Minuten danach und dann hat sie uns natürlich gleich wiedererkannt. Also ich und der Manuel waren ja nochmal, der Daniel leider nicht. Nochmal hast du natürlich gleich gesehen und dann ist dieses Foto entstanden hier und ja, was soll ich sagen? Ich bin überglücklich. Ja, war schon sehr, sehr cool. Ja, dadurch, dass ich natürlich den ganzen Tag dort angestanden bin irgendwo, ja, und bin ich natürlich nicht so viel zum Rumgucken gekommen. Wie gesagt, ich habe ja noch einige Leute getroffen, konnte auch das ein oder andere Wort wechseln und ja, darum habe ich jetzt gar nicht so viel kaufen können und habe da eigentlich nur zwei Sachen gekauft. Und zwar einmal habe ich mir hier das Avengers 1 Steelbook geholt. Ich also gleich mal aus dieser Folie nehmen hier. Für 10 Euro. Es hat jetzt, ich hatte das jetzt noch nicht und es hat ein paar Gebrauchsspuren. Wenn er das jetzt, ja, hier oben, das sieht jetzt hier ein bisschen, kann man noch ein bisschen wegwischen hier. Das, in der Folie geht das noch, es ist leicht zerkratzt, aber wie gesagt, für 10 Euro habe ich das jetzt, das ist ja sonst viel teurer. Die Rückseite hat hier so ein paar leichte Dellen da oben, wie man sehen kann, aber die kann man ein bisschen ausbeulen, dann geht das wieder. Aber mich war es jetzt für 10 Euro, habe ich gesagt, nimmst du es jetzt einfach mit, das ist jetzt so ein Preis, da kannst du nichts falsch machen. Ja, sind alle Discs noch drin und so, wie gesagt, von daher finde ich, ist das in Ordnung. Dann noch ein kleines, ja, Highlight würde ich jetzt nicht sagen. Der Film spielt mir am Glied bis zum Tod mit Autogrammen hier der beiden Hauptdarstellerinnen. Bild blende ich gleich noch dazu ein.
Ja, man konnte natürlich dann, man hat 10 Euro bezahlt, hat dann dafür die, ja, den Film bekommen mit einem Autogramm und Foto natürlich mit den beiden Hauptdarstellerinnen. War eine lustige Aktion. Ja, den Film werde ich mir irgendwann jetzt angucken. Und ja, ich bin schon gespannt drauf. Also der Titel ist ja nun mal, ja, was soll ich sagen, sehr lustig und ja, mal gucken, ja, was soll ich sagen. Ich werde mir den Film angucken. Der Cinemanuel hat es auch gekauft, wird sich auch den Film angucken. Und der Vorher 82, der liebe Stefan, hat den Film auch und wird den auch angucken. Und wir wollen dann zusammen auf dem Film-Junkies-Kanal eine Review machen, wo wir alle drei gemeinsam unsere, ja, was heißt gemeinsam, aber jedenfalls alle drei unsere Meinung zu diesem Film kundtun. Ja, ich bin mal schon, naja, gespannt. Eigentlich habe ich ein bisschen Angst davor, aber mal schauen. Ja, dann habe ich hier noch drei Steelbooks zu liegen und da muss ich sagen, das waren Geschenke. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an hier Robert Stanley, ja, Stanleys Filmzimmer für diese beiden Steelbooks. Ja, er hatte meine Steelbooks in Gefahr Videos gesehen und hat gesagt, brauchst du noch Steelbooks? Er hat noch was, wenn wir uns denn da treffen, bringt er die mit und er hatte mir hier zweimal Godzilla mitgebracht. Für, ja, hat er gespendet für sozusagen eine Steelbooks in Gefahr Aktion. Ja, nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle an dich. Das gleiche hat der liebe Micha von Michas Film mitgemacht. Er hatte hier dieses Savi Steelbook von hier Downfall, der Untergang. Das hat hier so ein paar Kratzer. Die ganze Rückseite ist auch zerkratzt. Und ja, die können wir dann auch nehmen für diese Aktion. Auch nochmal an dich vielen, vielen Dank. Jo, das war so mein Tag bei der, ja, Weekend of Hell, genau. Ich werde wahrscheinlich im November auch wieder hinfahren. Es war einfach ziemlich cool. Ich fahre nur 2,5 Stunden mit der Bahn. Das geht, das ist annehmbar. Und ja, es war einfach cool, diese ganzen Leute zu treffen. Ich, ja, war einfach geil. War genial, hat mir wirklich gefallen. Also das Positive hat überwiegt. Es waren natürlich auch ein paar negative Sachen, die ich schon gesagt habe. Aber das Positive an sich und diese Bilder. Dana De Lorenzo war der absolute Burner und es war eine geile Aktion. Es war, hat Spaß gemacht. Wir sind ja danach noch alle mal ein Essen gegangen, die ganzen Film-Junkies und andere YouTuber, die wir da noch getroffen haben. Wie gesagt, es war ein richtig genialer Tag. Es hat enorm viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, es wird noch mal ein zusammenfassendes Video auf dem Film-Junkies-Kanal geben. Ja, da könnt ihr dann mal, müsst ihr den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr das nicht. Und ja, in diesem Sinne soll es denn gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.